Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Adventure Time und Axiom Verge. Wir sind in Folge 17 und nähern uns mit großen Schritten dem Finale des Spiels. Allerdings muss ich sagen, dass ich ziemliche Probleme mit dem Boss habe in dieser Region, denn ich komme nicht mal zu ihm, ohne eigentlich zu sterben. Ihr seht, ich habe schon so gut wie gar kein Leben mehr in irgendeiner Form. Ich kann mir zwar ein bisschen Leben auch wiederholen, aber das ist ehrlich gesagt nicht besonders viel. Daher weiß ich wirklich noch nicht, wie ich ihn besiegen soll. Ich glaube, der Flammenwerfer ist hier recht gut, oder? Ja, der Flammenwerfer erweist sich jetzt nicht gerade als schwach. Ich werde diesen Versuch machen, aber das wird natürlich überhaupt nichts. Guckt euch meine Lebensleiste an, das ist ein schlechter Scherz. Kann ich rausgehen? Kann ich ernsthaft rausgehen während des Bosskampfs? Kann ich, aber er wird resettet, okay. Und ich habe mich irgendwie gebuggt gerade. Ne, er wird nicht resettet. Ja. Das war natürlich zum Scheitern verurteilt schon von Anfang an. Als ich beim Boss ankam, hatte ich natürlich schon kein Leben mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie komme ich mit diesen Robotern nicht so gut klar. Die verwirren mich ziemlich. Aber ich glaube, dass der Flammenwerfer ganz gut gegen den ist. Mit dem Flammenwerfer kann ich ihn nämlich anständig auch von der Seite attackieren. Bei der Blitzkanone ging das nämlich nicht so gut. Und deswegen glaube ich, dass ich eher zu dieser Waffe greifen werde. Es gibt auch keine Art von... Ich glaube, es gibt keine Art von... Oh, das... Es gibt keine Art von Abkürzung, die ich da wählen könnte. Ich habe ihn sogar platt gekriegt. Okay. Sehr gut. Wow. So muss das laufen. Und ich denke, dass wir jetzt gegen diesen Abwehrturm eine Chance haben. Bin gespannt. Wir bleiben mal auf dieser Seite. Denn eben hat sich gezeigt, dass ich so eigentlich ganz gut auf diesen Schüssen ausweichen kann. Bis er in seine andere Form kommt. Und dann müssen wir gucken, wie wir verfahren. Wenn ich die ganze Zeit so mache, geht es, glaube ich. Nimmt er denn überhaupt Schaden? Ja, er nimmt Schaden. Er verändert schon seine Farbe. Das ist ja immer das Zeichen in Axiom Verge, dass jemand Leben verliert. Er läuft einfach rot an wie so ein Hummer. Ja, tatsächlich geht diese Taktik auch auf. Unfassbar. Ja, man muss bei den Bossen echt nur wissen, wie. Dann hat man es raus, aber das ist ja eigentlich immer so. Das ist ja bei Dark Souls so, oder ob es jetzt hier bei Axiom Verge ist. Es ist immer so. Leider werden die Schüsse schneller, das heißt, wir müssen auch unsere Angriffsintervalle verändern, aber wir haben ihn schon besiegt. Der Abwehrturm von Athetos ist damit Geschichte und er hat mega viel Leben verloren. Und wir können in die höheren Höhen von Mar-Uru, so heißt ja dieses Gebiet, eindringen. Wow, das geht echt nach oben. Das ist ja Wahnsinn. Ah, da oben ist aber nichts mehr. Dass wir können hier wirklich weitergehen. Wow, ich mag echt diese Waffe. Also der Flammenwerfer ist, man kann sagen, was man will, auch wirklich eine sehr starke Waffe. Und für mich hat er damit einen ähnlichen Stellenwert wie auch schon die Laserkanone. Die Blitzkanone. So, was haben wir hier? Einen Gesundheitsknotenpunkt, was natürlich auch ziemlich heftig ist. Hier könnte man jetzt beispielsweise mal wieder den Ionenstrahl einsetzen. Der einfach eine unfassbare Reichweite hat. Da kommt ja keine andere Waffe mit.
Da nützt er uns jetzt leider allerdings überhaupt nichts. Das heißt, wir gehen hier wieder auf den Flammenwerfer. Der reichweitentechnisch aber auch nicht ganz rankommt. Aber so. Puh, das ist wirklich ein hartes Gebiet. Also die Gegner, die Standardgegner sind so mächtig, dass man wirklich aufpassen muss, wie man sie besiegt, wie man sie besiegen will. Okay, das ist eine gute Position. Sehr schön, den haben wir erledigt. Ist da vorne etwas? Das muss ich mir angucken. Nope, da ist nichts. Wir können aber hier zur Seite gehen. Ist hier vielleicht ein Safe-Punkt? Hier ist kein Safe-Punkt. Hier ist sowas. Lass mich raten, hier gibt es wieder irgendeine Möglichkeit, wie wir das mit irgendeinem Codewort ausschalten. Aber ich weiß halt nicht wie und das nervt mich. Ich weiß einfach nicht wie. Und dahinter ist ein Waffenknotenpunkt und das ist auch der letzte, den ich brauche, um wieder da stärker zu werden. Können wir mit dem Ionenstrahl vielleicht... Moment mal. Nein. Nein, der Ionenstrahl geht ja nicht durch Wände. Das heißt, ich komme da so nicht durch. Ich wüsste zumindest nicht wie. Das ist sehr schade. Vielleicht ist ja einer von euch wieder spitzfindig genug, das herauszufinden. Dann würde ich das auf jeden Fall noch machen. Ich habe aber auf jeden Fall schon diesen Endkampf-Vibe. Der kommt langsam näher. Aber irgendwie fehlt mir gerade ein Safe-Punkt. Jetzt verändert sich auch wieder das Aussehen hier des Gebiets. Sehr schön, da bekommen wir wieder ein bisschen Leben. Links oder rechts, das ist hier die Frage. Wir gehen natürlich instinktiv den richtigen Weg. Und haben hier damit einen weiteren Safe-Punkt. Mauru, ja. Mann, ich hätte gerne diesen Waffenknotenpunkt, aber ich weiß einfach nicht wie. Und ich weiß auch einfach nicht, wie man an diese Codes kommt. Die werden natürlich irgendwo in der Spielwelt angezeigt, ja, aber woher soll man wissen, wo? Das herauszufinden ist doch ein bisschen zu viel verlangt. Kann ich die buggen? So, dass sie mich nicht sofort töten? Nein. Wir brauchen definitiv eine neue Waffe. Puh. Meine Güte, waren die stark. Und auch so viele. Aber wir haben es geschafft. Athetos, was hast du noch im Arsenal deiner Vernichtungswaffen? Ich frag mich sowieso, wogegen er sich überhaupt schützen musste. Denn er weiß ja, dass die Rosalki ihm nichts anhaben konnten, so wie sie sind. Also warum hat er sich mit solchen Robotern abgeschirmt? Er muss vor irgendetwas Angst gehabt haben. Aber vor was? Vielleicht wollte er auch einfach nur kranke Scheiße produzieren. Mein Freund, das hast du geschafft. Das hast du auf jeden Fall geschafft. Also wenn dir mal ein Arbeitszeugnis ausgestellt wird, dann steht da drin auf jeden Fall kranke Scheiße confirmed. Und da schon wieder ein Boss. Ist das ein Scherz? Dämon. Falsch. Ich bin es. Athetos. Gehorche mir. Dämon. Athetos sagt töten. Nun, es war ein Versuch wert. Sieht aus, als wäre ich hier nicht gefangen. Vielleicht kann ich einfach hindurchgehen. Warum? Wir können das Ding doch auch einfach vernichten. Holy shit. Okay, okay, okay. Er übertreibt vollkommen. Nein! Ich will das Ding auf jeden Fall besiegen. Er sagt zwar, ich kann hindurchgehen, aber ich will es mir nicht nehmen lassen, jeden Boss in diesem Spiel zu besiegen. Und der gehört dazu. Der sieht aus wie der erste Boss, den wir hier in Axiom Verge hatten. Ich frage mich, ob das irgendeinen Hintergrund hat. Ob das einen Grund hat, dass es so ist, oder ob das einfach random ist. Also, ob das eine random Idee war, sozusagen.
sehr schön. Wir machen das Ganze einfach normal und gucken, ob wir diesen Boss besiegen können. Wenn ich merke, dass er zu mächtig ist oder dass man ihn gar nicht vielleicht besiegen soll, das kann ja auch immer noch sein, dann lassen wir es aber. Sehr gut. Einer war da, glaube ich, noch. Ja. Sehr schön. Und von ihm bekommen wir eigentlich auch genug Leben, um wieder volles Leben zu haben. Großartig. Behalte ich den Flammenwerfer? Ich glaube ja. Ja, los, komm, Dämon. Mit dem Ding habe ich so viel Schaden gekriegt. Ah. Nein, was ist denn los? Wie viel Leben hat das Vieh? Ah. Kann man dieses Ding überhaupt besiegen? Das ist die Frage, soll man es besiegen? Soll man es besiegen oder soll man es lassen? Das ist, ich will aber auch nicht einfach durchgehen, das erscheint mir nicht gut. Ich kann aber hier einfach durchgehen. Wie lame. Nein. 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 Nächster Versuch. Erwischt mich die ganze Zeit so dumm. Kann mich das Ding überhaupt hier erwischen? Kann es? Oh, er ist nicht resettet. Moment, ich hole mir Leben. Was geht denn? Was läuft schief mit diesen ganzen Robotern? Ist doch nicht normal. Autsch. Komm schon. Ja, das ist immer ein bisschen was. Ich will eigentlich nur einen zweiten Speicherpunkt. Oh Gott. Oh Gott, was ist das jetzt? Was? Ich wollte in keine Disco. Nur um das mal festzustellen, hier raved überhaupt keiner. Athetos. What the fuck, man? Ah! Glitch das Ding. Okay, verstehe. Man kann also nichts tun, ja? Wo bin ich hier gelandet? Das ist meine ganz persönliche Variante der Hölle. Alter! Wie viele davon noch? Ich schaff keinen mehr davon. Okay. Oh Gott sei Dank, ein Speicherpunkt. Das ist ja unfassbar.
den benutze ich natürlich sofort. Boah, das geht echt schon ziemlich hoch. Aber ich versuche nochmal unten diesen Boss zu besiegen. Ich muss es einfach versuchen. Unser Glück könnte sein, dass er noch nicht resettet wurde. Wenn er resettet wurde, ist das schade. Wenn nicht, dann sind wir jetzt immerhin da oben und wir können es einfach unterlassen, wenn wir keine Lust mehr haben. Okay. Da habe ich ein bisschen Leben verloren, das ist aber nicht ganz so schlimm. Er wurde nicht resettet, oder? Naja, er hatte den längeren Atem als wir. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll, ehrlich gesagt. Ist jetzt kein Geheimnis, aber ich bin halt auch nicht so gut im Ausweichen zum Beispiel. Das kriege ich irgendwie nicht so auf die Kappe. Und der muss so unfassbar viel Leben haben. Ich weiß nicht so recht, wie ich gegen den ankommen soll. Jetzt sind diese Disco Balls zurück. Okay. Hier können wir einfach durch. Was ist da oben los? Ist das schon Athetos? Da bist du also. Ja, ich habe mich gefragt, wann du hier erscheinen würdest. Es ist lange her, seitdem ich einen anderen Menschen sah. Was ist das für ein Apparat, in dem du da steckst? Bist du okay? Er beschützt mich vor den Krankheitserregern. Ich hatte einst ein tragbareres Gerät, aber die Rosalki haben es zerstört. Diese plumpe Maschine verlängert nur mein Ableben. Es ist wahr, dass du die Krankheitserreger auf diese Welt losgelassen hast. Absichtlich? Ja. Dann erklär das mal. Wenn ich dir zu viel erzähle, werden deine Kidnapper dich töten. Aber versuch es mal damit. Vor langer Zeit war diese Welt, Sudra, ein Durchgang zu einer einzigartigen Zivilisation. Wie ein Hafen auf dem Weg zur großartigsten Nation, die jemals ersonnen wurde. Aber der Hafen fiel zusammen. Als ich hierher kam, wussten sie kaum noch, wer sie waren. Sie betrachteten ihre eigene Technologie als Aberglauben und religiöse Ehrfurcht. Als ich den Bruch von der Erde nach Sudra durchschritt, erwartete ich Erleuchtung zu finden. Stattdessen fand ich heraus, dass sie den Bruch dazu nutzten, das große Universum außen vor zu lassen. In ihrem Aberglauben ist das äußere Universum tabu. Deswegen bereue ich es nicht, das Haupthindernis auf meinem Weg entfernt zu haben. Du hast dich deswegen für Massenmord entschieden? Stell dir ganze Millennien voll wissenschaftlichen, kulturellen und technologischem Fortschritt vor. Eine Zivilisation so fortgeschritten, dass unsere Welt dagegen urzeitlich erscheint. Das liegt jenseits des Bruchs. Tod, Krankheiten, Krieg, Hunger, alles Dinge aus der Vergangenheit. Aber die Sudraner waren starrsinnig. Das war die verbotene Frucht. Der Verlust eines einzigen Volkes gegen die gesamte Menschheit. Wie sonst hätte ich mich entscheiden sollen? Nun, das hast du. Du hast jetzt den Bruchfessler. Wieso also nicht abschalten? Die Rosalki waren der Fehler an meinem Plan. Sie sind Herren der Kriegskunst. Wenn ich den Bruchfessler nun deaktiviere, befreie ich sie damit. Aber Trace, mit dir an meiner Seite haben wir noch eine Chance. Wirst du mir helfen? Lass mich kurz nachdenken. Okay, ich habe nachgedacht und meine Antwort lautet: Zur Hölle nein, du selbstgerechter Trottel! So sei es also. What? Was ist das? Okay, wenn ich mich ducke, kann ich sie austricksen. Athetos. Darum ging es also die ganze Zeit. Er hat irgendwann seine Menschlichkeit an diesem Ort total verloren und es ging ihm nur noch um seine wissenschaftliche Gier. Aber damit wird er nicht durchkommen.
Ich werde so viele von deinen Monstern vernichten, wie es nur irgendwie geht, und dann werde ich dich stellen. Ich weiß nicht, wie lange er das aufrechterhalten kann. Aber ich kann mein Feuer auch lange aufrechterhalten. Es scheint auch überhaupt nichts zu passieren. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich es richtig mache und die Dinge einfach nur töten muss, immer und immer wieder. Wir müssen irgendwie diesen Bruchfessler abschalten. Wenn wir ihn nämlich abschalten, dann kann uns Else Nova helfen. Wir haben gesehen, was für einen verdammt heftigen Angriffskörper sie hat. Dagegen wird Athetos nichts ausrichten können. Er wollte sie hier einsperren, weil er Angst vor ihm hatte. Wahrscheinlich, weil er sie nicht verstanden hat in seiner wissenschaftlichen Weltanschauung, die er ja nun mal hat. Da oben. Ja, wir müssen das Ding da oben vernichten. Das wird sowas wie die Hauptkonsole sein. Dank dieser Viecher haben wir einen unendlichen Zugang an Leben. Das heißt, im Allgemeinen dürfte das nicht allzu schwer sein. Naja, dich mache ich auch noch platt. Ich frage mich, wie er die erschafft, ob er die einfach Kraft seiner... Oh Gott, Gedanken erschafft. Else Nova. Sie hilft uns, aber der Bruchfessler ist wieder aktiviert. Er kann offenbar nur von außen vernichtet werden. Ich habe eine ziemlich miese Idee. Warte mal kurz. Okay, das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gehen wir also zurück zum Flammenwerfer. Ja, ich glaube, der Flammenwerfer ist wirklich die beste Wahl hier. Ich könnte auch noch die Blitzkanone nehmen, aber die Blitzkanone geht nicht durch die Roboter durch. Und das bedeutet, dass ich dafür alle Roboter wirklich immer vernichten muss, um an das Ding da oben ranzukommen. Else Nova! Sie hilft mir von außen. Sie wird den Bruchfessler von außen zerstören. Herren der Kriegskunst. Ich schätze, das ist nicht übertrieben zu sagen. Denn genauso sieht Else Nova auch aus. Okay, er sieht schon relativ lädiert aus. Und der ist es auch. Wie es aussieht, habe ich verloren. Else Nova, wir haben es geschafft. Der Bruch ist weg. Es tut mir leid, aber es gibt da noch eine Sache, die ich tun muss. Du wirst ihn töten, richtig? Er kann doch nichts mehr ausrichten. Lass ihn. Dieses Risiko können wir leider nicht eingehen. Es ist unvermeidbar, Trace. Du trägst daran keine Schuld. Athetos. Das war's also. Ich werde nie wissen, ob ich... Ich meine... Was wäre, wenn er hätte erlöst werden können? Trace, du bist nicht er. Er hat falsch gewählt, nicht du. Es ist nun Zeit für dich, heimzukehren. Heimkehren? Als Klon eines Massenmörders? Was gibt es denn da für mich? Sorge dich nicht, darum kümmern wir uns. Was passiert hier? Ich fühle mich so erschöpft. Ruhe nun. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder.
Wartet, bitte. Und was dann als nächstes geschah? Ich war zurück. Aber es war anders. Es war so, als ob nie etwas passiert war. Das Laserlabor ist zwar zusammengestürzt, ich blieb jedoch unverletzt. Und das ist niemandem komisch vorgekommen. Ich blieb hier nicht mehr lange. Ich hatte versucht, zu meinem vorherigen Leben zurückzukehren, aber es fühlte sich falsch an. Irgendwie hatte ich mich hier sowieso nie zu Hause gefühlt. Ich musste zurück nach Sutra, die Wahrheit herausfinden. Ich begann damit, was ich dort gelernt hatte. Ich wollte der Sache unbedingt auf den Grund gehen. Das war alles, was mir geblieben war. Das war ein absolut grandioses Spiel, das muss man mal sagen. Von den Gameplay-Elementen über die Musik, natürlich auch über die Story, alles wahnsinnig interessant. Und ich bin froh, dass ihr dieses Projekt als erstes Adventure Time Projekt so sehr unterstützt habt, dass es bis zum Ende fortgeführt werden konnte. Denn Axiom Verge musste sich hinter keinem meiner anderen Let's Plays verstecken und es war damit klar, dass wir es zu Ende spielen würden, bis zu diesem Moment. Und ich bereue das absolut nicht und ich denke auch ihr nicht, denn dieses Spiel war herausragend. Absolut herausragend. Nun ist es allerdings so, dass wir immer noch ein Video hätten in dieser Woche, das im Sinne von Axiom Verge gedreht werden könnte. Und ich denke, das werde ich auch tun, denn es fehlen ja auch noch einige Collectibles. Und wir werden im nächsten Video einfach mal probieren, ob wir noch ein paar bekommen. Es wird also so eine Art Zusatzvideo. Das ursprüngliche Let's Play endet mit diesem Video, mit dem Durchspielen der Hauptgeschichte von Axiom Verge. Aber in dem nächsten Video werden wir nochmal ein paar optionale Dinge tun. Mal sehen, was wir da so entdecken werden. Ja, für Trace ist das Leben auf der Erde nicht mehr das, was es vorher war. Er weiß nun, dass er ein Klon ist. Und ich stelle es mir auch ziemlich heftig schwierig vor für jemanden, wenn er realisiert, dass er nur der Klon ist. Und dann auch noch der Klon eines Massenmörders wie Athetos. Der mir aber nicht so pur böse vorkam, wie ich es gedacht hätte. Da steckte kein böser Masterplan dahinter, er wurde einfach nur geleitet von seinen Überzeugungen, die vielleicht nicht unbedingt mit humanitären Interessen gleichzustellen sind. Also bei ihm zählte im Prinzip nur der wissenschaftliche Antrieb. Er wollte herausfinden, was da draußen, abseits von Sutra, auf ihn wartet. Und Sutra scheint nur eine Art Hafen, eine Art, Zwischenstation zu sein, zu etwas noch viel Größerem. Und deswegen finde ich es auch so interessant, dass offenbar an Axiom Verge 2 gearbeitet wird. Und nach diesem Abspann kann man sich auch nichts anderes denken. Denn das ist absolut ein offenes Ende. Trace will zurückkehren nach Sutra. Er will die Wahrheit herausfinden. Die Wahrheit von einer Zivilisation, die sich, von sich selbst im Prinzip abspalten wollte. Und was sind wir hier? Trace liegt irgendwo auf einem gigantischen Körper. Schwierigkeit normal. Gesamte Zeit 10 Stunden und eine halbe Stunde. Das kommt ungefähr hin. Gegenstände 71%, Karten 90%, Anzahl Tode 36. Klingt jetzt gar nicht mal so schlecht. Also 90% der Karte haben wir aufgedeckt und wir haben 71% aller Gegenstände gefunden. Bei einem Spiel, was so von Geheimnissen geprägt ist wie Axiom Verge, finde ich das jetzt mal ein ganz gutes Ergebnis, würde ich mal sagen. Ja, so ganz bescheiden würde ich sagen, das Ergebnis ist okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem ersten Adventure-Time-Projekt. Das bedeutet für euch natürlich, dass nächste Woche schon ein neues Projekt ansteht. Ein neues, spannendes Projekt in Adventure-Time. Und ich hoffe, dass ihr es ähnlich gut unterstützen werdet, wie
Axiom Verge unterstützt habt, denn dann sehen wir vielleicht schon wieder ein volles Let's Play zu einem großartigen Spiel. Das nächste Let's Play ist auch schon ausgesucht, das wird per Zufall immer entschieden. Und deswegen bin ich gespannt, was uns in diesem nächsten Spiel erwarten wird. Ich habe es auch noch nie gespielt. Hier bei Adventure Time heißt es immer, gehen oder bleiben, ihr müsst entscheiden, hier bei Adventure Time. Und das war Axiom Verge. Denkt natürlich immer daran, I warned you for an adventure.